In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit, heißt es. Es liegt aber auch viel Passion darin, das zeigen die Menschen, die sich professionell mit ihm beschäftigen. So wie Anton Kohlbacher. Seit bald einem Vierteljahrhundert betreibt er sein Weingeschäft in Graz. Was ihn da tagtäglich begeistert? Das ist auf jeden Fall das Spannende in meinem Beruf, dass es nie aufhört, sondern man eigentlich täglich, wöchentlich oder zumindest in jeder Saison neue Sachen entdeckt. Und neue Trends. Zum Beispiel? Der Trend zum biologischen Weinbau bis hin zu Naturweinen. Und eine ganz interessante Entwicklung ist auf jeden Fall auch die Nachfrage nach Roséweinen. Aber was ist es denn eigentlich, das die steirischen Weine so besonders macht? Diese Stilistik der klassischen Frucht, die wir insbesondere in der Steiermark haben, mit diesen sortentypischen Weinen, sei es jetzt ein Sauvignon oder Muscatella, eine sehr gute, gleichmäßige, hohe Durchschnittsqualität. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Herkunft herzeigen. Und diese Herkunft zeigen wir mit dem DRC-System sehr schön her. In Gebietswein, Ortswein und Riedenwein. Je enger die Herkunft, umso höher ist die Qualität des Weines. DRC steht übrigens für Districtus Austriae Controllatus und ist das gesetzliche Kürzel für besonders gebietstypische österreichische Weine. In der Zeit, wo ich da bin, hat sich eigentlich dieses Weinverständnis bei uns auch von Jahr zu Jahr gesteigert. Im letzten Herbst haben wir von unseren 5000 Hektar ungefähr 250.000 Hektoliter Wein geerntet. Und ich muss sagen, der Herbst war großartig. Auch hier inmitten mehrerer hundert verschiedener, sorgsam ausgewählter Weine fällt die Entscheidung für den einen ganz besonderen Lieblingswein schwer. Ich persönlich habe ein französisches Herz in mir. Obwohl zwei Seelen wohnen ach in seiner Brust und die zweite, die ist natürlich steirisch.